Also klar, Fußballromantik, easy so, ist ja bei mir nicht anders. Aber der ist bei mir jetzt, hat er jetzt nicht an Standing verloren, weil wenn du dir Interviews von ihm angeguckt hast, auch in der Vergangenheit, der war nie gegen das Konstrukt Leipzig. Fairerweise muss ich aber auch sagen, ich weiß gar nicht, was das für eine Rolle sein soll, was der da macht. Also dann hört sich wieder alles schickimicki an, aber kein Plan. Ich weiß nicht, was das für eine Rolle sein soll. Der ist ja jetzt der Guru von allem oder kein Plan, was das sein soll. Das hört sich immer alles schön an, weil es der Head of Sports Director und was weiß ich nie, wie die das mittlerweile alle nennen. Fand es irgendwie trotzdem wild. Ja, natürlich, klar. Das ist eine Personalie, so das ist halt Jürgen Klopp. Der kommt jetzt von zwei maximalen Traditionsvereinen und übernimmt jetzt eine Rolle bei einem nicht traditionellen Verein, beziehungsweise was weiß ich, wie du das nennen willst. Ja, Facility Manager, Hausmeister einfach. Aber Klopp hat doch, gibt doch auch ein Interview von ihm. So, dann habe ich zum, guck mal, das Interview zum Beispiel habe ich heute Morgen wieder auf TikTok gesehen, komplett aus dem Kontext zusammengerissen und einfach da gecuttet, wo es wichtig wird, wo dieses Aber kommt von ihm. Ja, Jürgen Klopp vor 7 Jahren noch so zu Leipzig. Dann redet der und dann kommt hinten raus aber dieses Aber, das Aber hörst du aber gar nicht mehr, weil es wird gecuttet. Und dann, ja, Jürgen Klopp, ey, Doppelmoral. Head of Global irgendwie, ja, ich keine Ahnung, was das sein soll, Alter. Head of 5-Minuten-Terrine. Die erfinden da irgendwelche Wörter, das hört sich alles immer übel krass an. Aber was der für eine Rolle spielen soll, keine Ahnung. Aber Klopp hat vor ein paar Jahren schon gesagt, dass er sehr angetan ist von dem Dings und dass er es so sieht, dass das eher mehr was für den Fußball macht und nicht für das Geld und... Das ist halt seine Meinung, ne? Der Etat von Leipzig ist nicht höher als der von Bayern, Dortmund, bla bla, so. Das ist halt seine Meinung, so. Was soll ich da jetzt machen? Der hat ja nicht mal Ansichten verändert, Bremer Leben. Klopp hat keine Ansichten verändert in dem Interview. Das Interview wurde einfach nur geschnitten, wie wenn du anfängst, ja, ich finde auch kacke, dass das so und so ist. Dann kommt ein Cut, ich hier sage, aber ich finde, und das siehst du gar nicht in den TikTok-Clips. In der heutigen Zeit von TikTok ist halt... Ja, ist halt TikTok, ne? Geht halt um den kompletten Kosmos Red Bull, alle Fußballteams und Farmteams. Was er da jetzt Sheriff ist, oder was? Red Bull ist ja jetzt nicht nur Fußball, ne? Bull ist ja noch wesentlich, wesentlich mehr. Also generell sporttechnisch jetzt. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass das einige maximal schockt, weil es ist halt Jürgen Klopp so. Seine letzten beiden Stationen waren Dortmund und Liverpool. Die sind halt mit Tradition überhäuft. Und dann jetzt die Nachricht, er geht mehr oder weniger zu Red Bull. Er geht ja nicht nach Leipzig, aber so fühlt sich das für einige an. Aber ich bin da nicht so verwundert drüber, weil er nichts anderes hat durchblicken lassen die letzten Jahre, Monate, wenn er sich mal zu dem Thema geäußert hat. Also zumindest an die Sachen, wo ich mich erinnern kann. Ja, ja, aber einige verkaufen so Dings, er ist jetzt so bei Leipzig so Chef. So, weißt du? Dennoch schockiert, dass dieser Name für mich einfach etwas anderes für mich... Ja, ich weiß, das kann ich ja nachvollziehen. Das verstehe ich ja. So, ich bin auch kein Fan von RB Leipzig. So, Salzburg interessiert mich dagegen nicht. Juckt mich nicht. Weil das vielleicht nicht meine Liga ist, weil da nicht meine Vereine unterwegs sind, keine Ahnung. Aber, wie gesagt, der ist ja Red Bull irgendwas. Der ist ja nicht Leipzig zwingend. Und ich weiß jetzt nicht, ob er dann nur für die Fußball-Dings, wahrscheinlich. Aber Red Bull ist halt auch noch ein bisschen mehr, ne? Diese ganzen, wie heißen das, wie nennt sich das, Chat? Diese nicht so prestigeträchtigen Sportarten und sowas. Da hat Red Bull halt auch schon das ein oder andere Gute gemacht. Aber ich bin da voll bei euch, fußballtechnisch ist mir das auch ein Dorn im Auge. Aber wie gesagt, andere Sportarten, jetzt auch nicht zwingt alle, kann es auch nicht pauschalisieren. Aber die machen halt viel auch so, wie, hier so scheiße wie Dings-Chat, Alter. Wo du da irgendwie so ein Flugzeug baust und dann... so über so einen Teich fliegen musst. Und wir haben weitesten so Just-for-Fun-Dinger halt einfach, weißt du? Oder wenn irgendjemand von oben nach runter springt und sowas. Sowas supporten die, ne? Ja, so Extremsport, Klippenspringen, was nicht so einen krassen Prestige genießt, ne? Aber bei Fußball bin ich da voll bei euch. Bei Klopp finde ich es jetzt nicht so in dem Ausmaß... Ja, der Name Klopp ist größer, weil du mehr mit dem sympathisierst, finde ich. Aber es ist für mich ein komplett anderer... Schachzug wie Eberl gewesen zum Beispiel. Also bei Eberl bin ich voll bei den Gladbacher Fans. Obwohl RB mehr geboten als der DFB, am Ende kann das sein, ja. Und wird wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen. Am Ende des Tages entscheidest du dich auch für den Arbeitgeber, der dir mehr Geld bezahlt, wenn du bei beiden die gleiche Arbeit machst. Willkommen in der Realität.
Ich schätze Klopp so ein, dass er ruhiger machen will. Und bei RB vermittelt mir das irgendwie, dass du da in Ruhe arbeiten kannst, weil sich kaum einer für den Verein interessiert oder die Vereine. So wirkt das auf mich. So, versteht ihr, was ich meine? Klopp hat laut Sky eine Ausstiegsklausel für die Nationalmannschaft Deutschland. Dann wird das ein Übergangdingen sein. Dann wird das einfach für ihn ein safes Übergangdingen sein, wo er in Ruhe arbeiten kann, wo ihm keiner auf den Sack geht. Außer jetzt einmal die Hatewelle, aber ich schätze ihn so ein, dass er sich dazu nicht großartig äußern wird. Weil es kann ihm halt egal sein. Und dann wird er irgendwann DFB-Trainer oder sowas. Hat vor Leipzig was mit Red Bull zu tun. Die haben auch ihr eigenes Team da. Du hast Red Bull gefühlt in jedem Sport irgendwo drin. Und der Fußball ist halt nochmal anders irgendwo. Auch aufgrund der Fanszenen und sowas. Ja, sobald der Nationaltrainer ist, wird sich hier wieder keiner drum jucken. Das ist jetzt wieder so, das ist jetzt wieder eine perfekte Schlagzeile. Wenn gerade bei dir nicht viel abgeht, so. Hast ein Thema, worüber du dich auslassen kannst, wo du ein bisschen reden kannst und in zwei Wochen kräht da keiner an mehr nach. Klopp ist ein Charisma-Bolzen. Und mit Charisma holst du einiges wieder zurück, das ist halt so. Also der ist bei mir jetzt nicht in meinem Standing durch den Move weiter oder ist jetzt abgerutscht. Ich finde dann auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schade, aber Bro, am Ende ist das sein Leben, was soll ich da jetzt... Ich mag den einfach als Typ. Und das dürfte ich ja normalerweise auch schon nicht, weil ich Schalke-Fan bin und der war Dortmund-Legendentrainer. Also, er wird eher Trainer von RB Leipzig als... Ne, glaube ich nicht. Das sehe ich nicht. Das kommt auch noch dazu. Als Trainer hat er gerade alles durchgespielt. Der Dortmund in einer schwierigen Zeit übernommen. Die war ja wirklich schwierig. Hat die komplett saniert. Ist nach Liverpool gegangen, hat ein Erbe angetreten, was alle vor ihm oder sehr, sehr viele vor ihm nicht tragen konnten. Und auch denen hat er gesagt, hört mir mal zu. Ich brauche so und so viele Jahre. Und dann, ich weiß gar nicht, ob er garantiere ich euch Titel gesagt hat, aber irgendwie sowas in dem Kontext. Und auch da hat er Wort gehalten. Und bei solchen Dingern fließt noch immer noch persönliche Sympathie für Menschen ein. So, ich war nie so ein riesen Eberl-Fan, zum Beispiel. Weil ich denke, ich kann da reflektiert drauf blicken, dass ich sagen kann, ey, in der Situation um Eberl kann ich die Gladbach-Fans maximal nachvollziehen. Weil ich da genauso wäre. Jetzt bei Klopp, wenn Dortmund-Fans, ich habe einige Dortmund-Kommentare gelesen zu der Thematik, auch auf TikTok. Aber damit hat er seinen Legendenstatus in Dortmund verloren. Und das ist mir dann zu viel. Einfach. Eine Aussage trifft, hat keinen Plan. Ja, ich weiß nicht. Da kommen ja auch viele Emotionalitäten mit rein in sowas. Wenn das so dein Held ist, so keine Ahnung, und auf einmal und du hast da RB generell alles da drumherum, was damit mit Fußball zusammenhängt, und dann geht deine Leitfigur, dein Holy Grail, geht dann dahin zu den Verbotenen, kann das nachvollziehen, dass da eine Menge Frustration kickt. Aber zwei, drei Tage drüber pennen und dann. Vielleicht nochmal drüber nachdenken, weiß ich nicht. Ob das was ändert, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber... Ronaldo ist auch immer noch Gold, obwohl er seinen Arsch verkauft hat bei den Saudis. Ja, weil er nicht der Einzige ist. Er ist der Erste, der gegangen ist, weil die anderen sich nicht getraut haben, obwohl die auch schon Angebote gehabt haben. Und die anderen Spieler, die nachgezogen sind, haben sich gesagt, ey, wenn Ronaldo da hingeht, dann kann ich da auch hingehen. Da wird bei mir nicht so eine Welle gemacht. Am Ende war er nicht der Einzige, der da hingegangen ist, sondern wesentlich mehr, aber das ist ja auch schon wieder gefühlt. Das Ding ist ja auch schon wieder vom Tisch. Ich warte immer noch auf den Moment, wo ein großer Trainer unerwartet einen schwächeren Club übernimmt und den spürbar entwickelt. Du meinst so als letzte große Challenge an sich selber so quasi, dass er sowas hinterlässt. Wenn mein Vorbild zu einem Hassclub geht, sollte ich vielleicht meine Meinung überdenken. Vorbilder funktionieren für manche nur, bis sie etwas tun, das man nicht feiert. Danach ist das Vorbild weg und wird gehatet. Ja, aber wie gesagt, da kommen viele Emotionen mit rein. Und am Ende muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er jetzt sagt, was weiß ich, in der Thema Klopp jetzt, ey, Klopp ist jetzt für mich gestorben. Oder, ich feiere den weiter. Ich feiere jetzt halt vielleicht die Station da nicht oder das, was er da jetzt macht. Oder für wen er da jetzt arbeitet. Aber ich mag den Typen halt. Liegt am Ende jedem frei. Wenn euch da irgendeine Person reinreden will, in eure Meinung, jetzt zu der Thematik, kann ich euch nur ans Herz legen, nehmt Abstand von den Leuten. Dann lebt ihr wesentlich gesünder. Ja genau, einfach aus Leidenschaft und dem wirklichen Willen, aus eigener Arbeit den Verein auf ein anderes Niveau zu heben. Aber gibt es davon noch so viele gerade? Weil da gehört ja mehr zu als nur Trainer. Einen Verein so auf, sag ich mal, ne Dings. Da musst du ja so einen Eingriff haben. Da musst du ja schon eher so eine Personalie sein. Dummes Beispiel jetzt, aber der passt gerade für mich, finde ich, am besten aller Ben Manga-mäßig. So was meinst du? Weil rein als Trainer wirst du es nicht schaffen. Ja, Rangnick, Manga, so was meinst du? Was jetzt nicht heißt, dass Manga das geschafft hat oder irgendwie sowas, ne? Aber so die Personalie bräuchtest du dafür ja dann eher. Der Spieler holt, Trainer holt, zeitgleich weiß, was mit Finanzen abgeht, so, weißt du? Diese Mittelposition bräuchtest du dafür. Da wäre ein Trainer eher raus, außer er will in die Position rein.
Und dann hast du gar nicht mehr so viele Leute, die dann in so einen Cluster reinfallen. Wir sind mittlerweile alle Team Stallgeruch. Das ist der Trendsetter. Find's witzig, wie sich die Dortmund-Fans da wieder in den Mittelpunkt stellen. Ich war auf vielen Liverpool-Portalen und da ist das nicht so ein großes Ding. Ja, aber die englische Liga wird ja auch nochmal anders geführt als die Bundesliga. Das kommt ja auch dazu. Wie viele Scheichs da in der Premier League unterwegs sind. Das wäre in der Bundesliga ja bis dato undenkbar eigentlich. Wobei da einige sagen, da hast du so die modernen Scheichs, so mit RB und VW und was weiß ich nicht was. Sollte Klopp eher Trainer der Nationalmannschaft werden, als von RB Leipzig, spende ich dir schon mal 25 Subs. Die kannst du jetzt schon rüberballern. Warum soll der Trainer von RB werden, wenn er kein Trainer sein will gerade mehr? Aber wieso macht Klopp das? Sieht er da seine Zukunft? Hat er doch im Interview gesagt. Weil er das nicht so kritisch sieht wie alle anderen. Er nicht sieht, dass sie den Fußball kaputt machen, sondern dem Fußball eher was geben. Also Klopp hat da jetzt keinen Move gerissen, wo der irgendwie gesagt hat, ey, so wie Eberl, ich bin voll dagegen und was weiß ich. Kann ich mich an kein Interview von ihm erinnern. Kann sein, dass es da eins gibt, weiß ich nicht. Aber ich kann mich an keins erinnern. Das Einzige, was gerade die Runde macht, ist dieses TikTok-Ding, wo er einen Satz anfängt, negativ anfängt zu der Thematik Red Bull. Und vor dem Aber, wo er weiterredet, wird das Video gecuttet und gesagt, ja hier, da war Klopp noch so, ah, Wendehals und was weiß ich nie was. Aber ich kenne halt das komplette Interview. Er hat auch erst gesagt, er hat keine Kraft mehr, überhaupt was zu machen. Aber guck mal, du bist doch da gar nicht mehr im Fokus großartig. Auch auf der Position nicht. Also ich kann es jetzt nur von mir als Schalke-Fan sagen. Ich höre von Ruven Schröder überhaupt nichts mehr. Oder kaum was bis gar nicht. Mir kommt es halt da so vor, als wenn die da komplett ruhig ihren Scheiß machen können. RB wird nicht so emotional geführt, würde ich jetzt mal sagen. Könnt ihr mir da folgen, Chat? Ich glaube, deswegen hast du da wesentlich mehr Ruhe, gerade auch in solchen Positionen. Als wie wenn du jetzt als Beispiel seine letzten beiden Stationen Liverpool, Dortmund. Das sind Traditionsvereine, die werden immer emotional geführt und du wirst immer emotionale Schübe von außen bekommen, so wie intern. Das sind Vereine, die leben 24/7 jeden Tag volle Möhre. Egal, ob Spieltag ist oder nicht. Bei RB kommt mir das nicht so vor. Da kann ich mich auch täuschen, aber es wirkt auf mich, dass das da eher auch im Umfeld wesentlich ruhiger ist. Die haben da alle ihre Positionen, die machen da ihre Arbeit, stempeln nach Feierabend aus. Der eine muss vielleicht ein, zwei Überstunden machen, kriegt die aber danach bezahlt und alles ist gut. So fühlt sich RB für mich an. Ja, das ist, genau, RB ist Business und Dortmund, Liverpool jetzt als Beispiel, ist noch die Fußballromantik da. Aber es ist ja kein Trainerjob forever. Das ist einfach eine Position, wo du weiter deine Kohle verdienst, aber nicht mehr dieses Pensum fahren musst, was du bei einem Verein fährst als Trainer. Jeden Tag da sein, Mannschaft trainieren, jeden Tag zusehen, jeden Tag Taktik, jeden Tag Analysen von deinem kommenden Gegner, zusehen, wo du in der Saison hin willst. Das ist ein komplett anderes Pensum. Deswegen habe ich ja die Eberl-Thematik. Eberl hat das gleiche bei RB gemacht, was er bei Gladbach gemacht hat. Trotz dieses Interviews. Oder mehrerer Interviews von ihm. Aber hört euch doch mal ein paar Fußballtalente an zum Beispiel, die sich für RB entscheiden und gegen, sag ich jetzt mal als Beispiel, irgendeinen Traditionsverein. Da hörst du gefühlt immer das Gleiche. Ja, ich bin hier hingegangen, weil ich hier ruhiger arbeiten kann. Natürlich wird auch Geld da eine Rolle spielen. Aber da bin ich halt bei Klopp, guck dir die Etare an, da wirst du halt dich auch umgucken, dass andere Vereine da einen höheren Etat haben und mehr Geld bezahlen würden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich Leute entscheiden dafür und sagen, ey, ich kann hier in Ruhe arbeiten, ich bin hier nicht so im Fokus. Ich kann hier einfach meinen Stuff machen, mir geht hier keiner auf den Sack und ich kann mich hier in Ruhe entwickeln. Zeitgleich habe ich hier ein professionelles Team um mich rum. Ja, hier ist nicht alles so emotional wie bei anderen Vereinen, aber da kann ich ja immer noch hin, wenn ich gefestigt bin. So, versteht ihr, was ich meine? Ich höre mich hier gerade an wie der übelste, heißt das Verfechter von RB oder was weiß ich. Bruder, ich mag RB Leipzig auch überhaupt nicht, ne? Mir gehen die auch am Arsch vorbei. Aber mir geht es einfach nur darum, mal Gedankengänge, Empathie, woher sowas kommt. Und für mich ist das dann alles nicht so weit hergeholt, warum sich ein junger Spieler eher für RB entscheidet und ich sag jetzt mal gegen Dortmund. Als 16, 17-Jähriger. 18, maybe noch. Guck mal, Dortmund beste Thematik vielleicht Moukoko. Paris Brunner würde ich nicht reinnehmen, weil der ist ganz schwierig. So, das siehst du jetzt auch in Brügge ist der jetzt, glaube ich, ne? Erst nach Monaco und von Monaco verliehen, glaube ich, nach Brügge oder so. Da sieht er gerade auch kein Land. Weil er vom Kopf her nicht. Aber Moukoko zum Beispiel. Moukoko hat in Dortmund so viel Druck gekriegt.
Alle haben riesen Erwartungen gehabt, riesen, der Fokus war gefühlt auf einmal nur auf ihn, wann kommt er, wann spielt er. Und auf einmal wurde er nach zwei Saisons abgeschrieben und er ist jetzt 19 oder so. Ich glaube, der hätte es bei Leipzig dann wesentlich ruhiger gehabt. Ob einem das passt oder nicht. Ja, Adeyemi. Ich glaube, das ist für junge Spieler einfach, ey, ich bin hier bei RB, die sind hier im Fußball groß, so. Klar, nicht viele mögen die, wir haben aber trotzdem unsere Fanbase. Ich kann hier meinen Schlappen spielen, ich kann mich hier in Ruhe entwickeln. Wir haben hier Top-Voraussetzungen hier. Trainingsplätze, alles, Einheiten, dies, das. Hier ist alles modernisiert. Abläufe, alles modernisiert. Ich kann mich hier in Ruhe entwickeln. Ich verdiene hier meine Kohle. Und große Vereine haben diese Vereine mit RB vorne dran auf dem Schirm, weil wir für gute Jugendspieler stehen. Also ist das hier für mich eine Zwischenstation. Ich kann mich hier in Ruhe entwickeln und gehe dann irgendwann den Schritt zu Verein XY, wenn ich denn gut genug bin. Also rein aus Spielersicht jetzt mal gesehen. Aber wie gesagt, Klopp ist ein Riesenname, so, ich kann das nachvollziehen, aber für mich kommt das nicht so überraschend. Ich war überrascht, ja, aber nicht so extrem wie vielleicht die breite Masse jetzt am Ende. Sein Ansehen hat bei mir jetzt keine Beschmutzung dadurch erlangt, weil ich vielleicht auch einfach Realist bin, nüchterner Realist. Aber ihr könnt sehr, sehr gerne mal eure Meinung hier reinballern, was ihr zu der Klopp-Thematik sagt, ist ja jetzt gerade Thema. Könnt ihr gerne einmal euren Senf dazugeben, dann steht das hier an der Seite schön drin. Kann es sein, dass ein Trikot von RB nicht so schwer ist wie eines von einem Traditionsverein, dass sich die Leute nicht so stark mit dem Verein... Ja, das hab ich ja gerade versucht, irgendwie so ein bisschen zu erklären. Mir kommt es halt so vor, als wenn die Verantwortung da nicht so hoch ist. Klar, wenn du da Kacke spielst, wirst du auch aussortiert, so, ist auch gang und gäbe. Aber aus meiner Sicht kannst du als ruhiger Spieler da auch ruhiger Fuß fassen im Fußballprofigeschäft. Klopp hat uns verkauft. Ist das ein Kappa oder meinst du das wirklich? Aber der Mensch Klopp passt irgendwie nicht zu RB. Geht einfach nur noch um Geld, Geld, Geld. Ich denke mir halt immer, es wird halt Gründe geben, warum Leute, die auf eine gewisse Art und Weise Talent haben in ihren Bereichen, was den sportlichen Aspekt jetzt angeht, sich dafür entscheiden. Ja, Geld spielt eine Rolle. Aber da gibt es auch andere Vereine, die besser bezahlen würden. Würde ich behaupten. Sieht man doch an Olmo, hat das entspannt gespielt und nun bei Barca. Das meine ich halt, Merz. Vergleich mal einen Timo Werner bei Leipzig und einen Timo Werner bei Tottenham jetzt. Das sind gefühlt zwei unterschiedliche Spieler, was Ruhe angeht. Für mich nimmt er den Job abschließend jetzt nochmal. Für mich ist das ein willkommener, chiller Job, der sich am Ende größer anhört, als er eigentlich ist. Der kann da ein bisschen chillen, macht sein Stuff, bleibt trotzdem den Fußball da für sich erhalten, wird mehr Freizeit haben, hat kein Team, für das er verantwortlich ist. Also Fußballteam jetzt, was er Woche für Woche neu in irgendein Spiel jagen muss, anhand von taktischen Analysen und weiß ich nicht was. Der erholt sich da jetzt in dieser Position, bleibt trotzdem nah am Fußballgeschäft dran und wird irgendwann Nationaltrainer. Also das ist mein Call in der Klopp-Thematik. Wir werden Klopp noch einmal auf der Trainerbank sehen und das wird nicht bei einem RB-Klopp sein. Das ist der Moment, wo ich geschockt wäre, Chat. Das ist mein Moment, wo ich geschockt wäre, wie einige jetzt. Wenn Klopp irgendwann auf einer Trainerbank bei RB sitzt, dann wäre auch ich geschockt irgendwo. Aber nicht jetzt in der Position. Für RB ist das, glaube ich, einer der dicksten Cubes, den sie... Cube? Cubes, die... Ich kann mir an keinen dickeren erinnern. Wenn du mal Spieler jetzt außen vor lässt, so wie damals da Henri da für Amerika und sowas. Also rein Fußball-Standing-technisch kann ich mich an keinen größeren erinnern. Imagine, es gibt ja diese Paralleluniversen, ne? Die kennt ihr ja alle, ne? Nächstes Jahr, Leipzig spielt komplett beschissen. Schmeißen ihren Trainer raus. Und auf einmal wird gesagt, hey, Jürgen, du hast doch eine Trainerlizenz. Kannst du dich da mal für ein Spiel hinsetzen? Und Jürgen sagt, nee, eigentlich habe ich keinen Bock, aber komm, ich mach das. Ein Spiel mache ich es. Und der Gegner im nächsten Spiel ist Borussia Dortmund. Hätte ich jetzt was zu melden und der Fußball wäre wie die WWE, dann hätte ich jetzt sofort gesagt, book dat. Book dat genauso. Und ich als Außenstehender gehe einmal in meinen Stuhl, mach einmal klack und mach dann den hier. Dann hole ich mir hier von der Seite die Popcorn und hier mein Kaltgetränk. Natürlich, auswärts in Dortmund. Na klar, natürlich in Dortmund.
Imagine Shit. Kaltgetränk natürlich. Ich trinke tatsächlich nichts. Ich sehr, sehr selten, dass ich mal Red Bull trinke. Sehr, sehr selten. Das wäre eine Nummer, Chat, Alter. Wahnsinn. Jetzt glaube ich wirklich, das passiert, ne? Jetzt habe ich das ausgesprochen. Ich habe es gejinxt. Tut mir leid an die Dortmund-Fans. Das wird wahrscheinlich genauso passieren.